Hey Leute, und ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt zum 32. Part von Wie erstelle ich mein eigenes Pokémon-Spiel? Ja, in den nächsten Parts werde ich eher nur so ein paar Fragen beantworten, die ich nicht per Kommentar beantworten kann. Das heißt, dazu muss ich ein Video machen. Zum Beispiel hat mich heute wer gefragt, beziehungsweise doch heute Morgen war das, vor 3 Stunden ungefähr, wie man, beziehungsweise er hat versucht, ein eigenes Item einzustellen in seiner PBS-Dateien items.txt. Da schätze ich mal, er hat das Item 522 benutzt. Denn er hat irgendwie geschrieben, die Frage steht in der Videobeschreibung, ob man mit dem DNS-Keil auch andere Fusionen, wie zum Beispiel Kyurem, Zekrom, Reshiram zum weißen Kyurem, bla bla bla, ne? Ob man da auch andere Fusionen machen kann. Das kann man sehr wohl. Wie fangen wir am besten an? Erstmal, wir behalten den DNS-Keil, wir ändern ihn nur ab. Das heißt, man könnte theoretisch jetzt auch 522 kopieren, ganz unten als 530 einfügen und dann Lautsprecher nennen und der Lautsprecher soll 2 andere zusammenfügen als Beispiel, aber wir nehmen jetzt einfach den DNS-Keil. So, dazu gehen wir wieder aus den PBS-Items raus und müssen uns erstmal Bilder besorgen. Und zwar bei Graphics, Icons, sehen wir, dass Icon, also ich habe mir das hier nach oben geschoben, gleich seht ihr warum, Icon 646, sprich Kyurem. Oh, erstellen der Vorschau lädt jetzt natürlich, während ich ein bisschen hier aufnehme. Das tut mir irgendwie leid immer. Der PC ist ziemlich lahm, wenn man was aufnimmt. Naja, hier sehen wir einmal Kyurem und dann, wie es sich verändert hat und wie es sich nochmal verändert hat. Das gleiche wollen wir natürlich bei unserem Pokémon haben. Das heißt, oh, da habe ich jetzt schon von der vom Test, was ich eben gemacht habe, das lösche ich mal kurz. Moment, ich lösche kurz das, was ich vorhin im Test gemacht habe, nicht wundern. Sonst irritiert das euch nachher vielleicht. Ich mag das immer nicht, wenn man so Tutorial schaut, aber schon die Hälfte vorgegeben ist. Okay, ich habe zwar was vorgegeben, und zwar habe ich die Bilder schon, ja, wie ihr sehen könnt, im eigenen Ordner erstellt die Bilder. Und zwar soll man einmal, ich mache die Fusion so, man soll Glumanda mit Bisasam und Shigi fusionieren können. Und dazu habe ich mir einmal ein Glumanda, wenn man es mit Bisasam fusioniert, erstellt. Das heißt, einmal von hinten, vorne und einmal von hinten. Das heißt, ein grünes Glumanda. Das soll erscheinen, wenn man Glumanda mit Bisasam fusioniert. So im Kampf halt als Gegner. Und, Moment, wo haben wir es? So im Kampf, wenn man es benutzt. Das Grüne ist jetzt nicht das gleiche, ist mir jetzt auch egal. Und dann gibt es ja noch das Bild, wenn man das Pokémon quasi im Inventar, hätte ich jetzt was gesagt, wenn man das Pokémon bei sich hat und anguckt, das sieht dann so aus, muss man sich einzeln vorstellen, das wechselt halt immer ab. Das heißt, so sieht es aus, wenn man Bisasam macht und so, das ist jetzt gelblich. Ah ne, das Gelbe ist, wenn man es mit Bisasam macht nachher und das Blau, dieses Dunkelgrüne ist, wenn man es mit Shigi macht. Die Farben sind alle halt ein bisschen unterschiedlich, aber das ist nicht so schlimm. Die Bilder müssen wir wie folgt nennen. Als Beispiel, Bisasam ist im Graphics-Ordner bei Battlers. Entschuldigung. Glumanda ist im Graphics-Ordner bei Battlers 004. Und 004b ist halt die andere Seite. Das heißt, wir brauchen jetzt ein Bild für Fusion 1 mit Bisasam und Fusion 2 mit Shigi, das wir so benennen, 004-1 und 004-2. Und das gleiche per Rückseite. Auf die Shinies verzichten wir, sonst müssen wir es doppelt nochmal mit den verschiedenen Farben machen. Das ist jetzt egal. Das heißt, diese 4 ziehen wir jetzt quasi einfach hier rein. Ich habe die jetzt mal im Voraus gemacht, auch wenn ich vorhin gesagt habe, toll, ich mache es lieber nicht. Ne? Ist ja einfach, ich habe nur die Farbe geändert von Glumanda, mehr habe ich nicht gemacht und das ist ziemlich schlecht. Also, wir haben jetzt hier einmal, so soll es aussehen, wenn man es mit dieser Samen fusioniert. Dazu muss es nur -1 haben und mit Shigi -2. Und bei diesem anderen Bild hier, wenn man es von hinten sieht, 004b-1 004b-2. So, dann müssen wir noch im Icons-Ordner, haben wir auch vorhin schon gesehen, die habe Reshiram und Kyurem habe ich mir nach hier oben gezogen, das könnt ihr euch einfach wegdenken, müsst ihr euch auch wieder 2 Bilder erstellen, einmal Icon 004-1 und einmal Icon 004-2. Das heißt, die beiden fügen wir jetzt einfach hinter Icon 004. Icon 004, Icon 001 und Icon 002. Icon 004-2, so. Das sind eigentlich nur zu den Bildern. Ja, und jetzt können wir mal richtig anfangen hier. Richtig auf die Kacke hauen. Wir wollen also, dass Glumanda mit Bisasam und Shigi fusionieren kann. Das heißt, wir gehen hier oben in den Script-Editor.
und machen irgendwo Rechtsklick. Irgendwo, ist egal wo. Machen wir beispielsweise bei CNAP. Dann auf Find und dort geben wir jetzt Folgendes ein. D, kleingeschrieben DNA mache ich jetzt einfach mal. Start. Und jetzt kommen viele Ergebnisse. Wir nehmen Pokémon Item Effects. Dort gehen wir auf Jump. Und dann kommen wir zu unserer schönen Tabelle. Ups, da habe ich so. Von 791 bis 826 ungefähr. Und da ändern wir jetzt ein bisschen um. Als erstes, hier oben in 792 steht Kyurem. Das heißt, welches Pokémon kann man fusionieren? Da wollen wir Charmander haben. Den Text kann man halt noch auf Deutsch machen. Zum Beispiel, deine Gruppe ist voll, du kannst dein Pokémon nicht umfusionieren oder irgendwas. Hat die Form geändert und so weiter, steht halt auf Englisch, kann sie hier auf Deutsch stellen. Machen wir jetzt erstmal nicht, das ist jetzt nicht der Rede wert. Jetzt gehen wir nämlich in Reihe 809. Dort steht Reshiram und 810 steht Zekrom. 811 steht wieder Reshiram und in 812 Zekrom. Da geht es jetzt einmal darum, wen man fusionieren kann und danach, welches Pokémon rauskommen soll, wenn man es wieder entfusioniert. Das heißt, wir haben bei, jetzt müssen wir darauf achten, 001 war bei uns bei Bilder, 001 war mit Bisasam. Das heißt, wir geben jetzt oben bei Reshiram, wo eigentlich Reshiram steht, machen wir Reshiram weg und geben da Bulbasaur ein. Bulbasaur ist Bisasam, ne? Und genau das gleiche bei diesem Reshiram, Bulbasaur. So, und bei Zekrom, bei beiden Zekroms, geben wir einfach Squirtle. Und unten Squirtle. Ihr könnt das Video pausieren, falls es zu schnell ging. Ich hoffe, das ging nicht zu schnell. Müsste eigentlich perfekt gewesen sein, ne? Ihr versteht, gut. So, auf dieser Seite müssten wir jetzt nichts mehr ändern. Wir können halt alles lila-rote, was auch immer das ist, ins Deutsche übersetzen, das wollen wir aber nicht. Die Klammern 1 steht immer fürs Pokémon. Die dürftet ihr am besten nicht wegmachen. Jetzt geht es noch um Folgendes. Jetzt kann man halt einstellen, was das Pokémon dann verändert haben soll. Das heißt, wir gehen Rechtsklick, Find, Kyurem, Start Search, also irgendwo links Rechtsklick, Start Search. Und dann kommen bei Pokémon Multiple Forms, da klicken wir irgendwo drauf, das ist alles in einer Reihe, das kann man alles auf einen Blick sehen, das heißt, wir gehen ganz oben drauf, Doppelklick, oder auf Jump, wie gesagt, und dann können wir jetzt hier noch was einstellen. Einmal müssen wir Multiple Forms Register das Kyurem wieder zu Charmander ändern, weil wir ja Charmander fusionieren wollen. Und jetzt können wir einstellen, was die, wir können jetzt quasi wie im, Moment, wo haben wir's? Wie in den PBS-Dateien, Pokémon, können wir jetzt hier quasi an, wie die Base-Stats oder die Effort-Points oder die Attacken, können wir jetzt alles dafür hier einstellen, wie es dann sein soll. Für ein 1 ist es ja fusioniert mit Bisasam, das heißt, wenn es fusioniert mit Bisasam sein soll, soll es 150 Angriff haben, nee, KP haben und zufälligerweise 190, weiß ich gar nicht, was das ist, pipapo, ne, könnt ihr halt einstellen, was ihr wollt. Ja. Ach, ist ja eigentlich auch egal. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Hier oben sehen wir, das obere zählt für White Kyurem und das untere für Black Kyurem. Da könnten wir jetzt für unser Verständnis eingeben, Green Charmander. Und das gleiche kopieren wir uns da drunter und machen dann Blue Charmander draus. Und ganz unten normal Charmander. Und das gleiche können wir uns jetzt hier dreimal kopieren. Zack, dahin und hierhin. Blue Charmander da drunter jeweils, zack, zack, und Charmander unter Blue, zack, zack. So, hier können wir die Effort Value Points einstellen, die Abilities, was das für, ja, ihr wisst Bescheid, dann, das könnt, guckt ihr euch einmal an, dann wisst ihr, was es ist. Hier könntet ihr Attacken einstellen, wenn er fusioniert mit Bisasam habt, was der für Attacken erlernen soll, wenn er fusioniert mit Squirtle ist, also mit Shigi, was er für Attacken erlernen soll, pipapo, das geht ziemlich simpel und das endet alles auf 698. Das heißt, von 698 bis, nee, von 657 bis 698 ist alles für Zekrom. Das darunter würde ich erstmal, für Kyurem. Das darunter würde ich eher nicht ändern, denn das sind für die anderen Legendären, die auch ihre Form wechseln können. So, jetzt kommen wir hier theoretisch raus. Apply, okay. Und das Einzige, was ich halt alleine gemacht habe, wo ich auch so toll gesagt hatte, ich will es nicht allein machen, ist halt das mit den Bildern eingefügt. Das heißt, die Bilder schon mal vorher eingestellt. Wie gesagt, einfach ein Bild nehmen und dann Unterstrich 1 und Unterstrich 2 machen.
einmal in Icons und einmal in Battlers und dann habt ihr die ganze Sache. Also bei mir wurde es jetzt hier unten halt eingefügt, aber ist nicht so schlimm. Da unten ist es. So, jetzt wollen wir natürlich auch testen, ob es klappt. Das heißt, wir nehmen uns irgendeinen Pokéball. Hier nehmen wir diesen hier als Beispiel. Und da wollen wir einmal einen Charmander. Achso, Charmander ist schon drin. Charmander ist schon drin. Sehr gut. Dann wollen wir noch einen Bisasam. Auch Level 60 machen wir einfach. Bulbasaur. Und ein Squirtle. Squirtle. Dann brauchen wir noch ein Item. Und zwar den DNS-Keil. Den brauchen wir natürlich. Nehmen wir diesen Pokéball hier. Ich habe ja schon ewig gezeigt, wie man Items in Pokéball einfügt. Ich mache das jetzt mal ganz schnell, ne? Ich glaube, der hieß DNA Splices. DNA Splices. Ich hoffe. Wenn nicht, haben wir gleich einen Error. Naja, und da gehen wir mal ins Spiel rein und gucken, ob es klappt. So, fertig geladen ist schon. Das finde ich gut. Und da stehen wir. Und wir kriegen Error. Es heißt nicht DNA Splices. Moment, ich gucke mal kurz im PBS, wie es heißt, ne? Ihr habt ja Zeit. DNA. Ach, Splicers mit R. Ah. Okay. Also hinten ein R vor dem S. Splicers. Und nochmal starten und dann sehen wir gleich, ob es klappt. So, zack. Found DNS Keil, supi. Und dann müssen wir jetzt noch die anderen Pokémon nehmen. Bisasam, coole Scheiße. Weiter geht's zu Glumanda. Und danach noch ein Squirtle. Jawohl, ein Shiggy. Habe ich gut geschrieben. Jetzt gehen wir auf. Erstmal gucken wir in Pokémon. Wir haben jetzt ein Bisasam Level 60, Glumanda Level 60 und Shiggy Level 60. Das da oben hatten wir schon vorher. Das heißt, wir gehen auf Back. Linksklick, denn DNS Keil ist ein Key Items. Und nehmen den DNS-Keil Use. Und jetzt wählen wir erstmal Glumanda aus. Zack. Fuse with which Pokémon? Nehmen wir erst Bisasam. Zack. Und da sehen wir, Link, ein Pokémon ist weg, Bisasam, weil es hat sich ja mit Glumanda fusioniert. Das heißt, Glumanda wurde jetzt gelb. Sprich, eigentlich grün, die Farbe wurde halt nur doof angezeigt. Wir sehen, Moment, ich gehe mal auf Pokémon. Glumanda hat viel mehr KP, als es vorher hatte. Wahrscheinlich hat es auch mehr. Ja, da ist wieder grün, weil jetzt hier, das können wir mal angucken, in unserem Graphics, Battlers, ganz unten. Oh, jetzt laden die ganzen Bilder. Zack, komm. Hier ganz unten. Unterstrich 1 oder Unterstrich B Unterstrich 1 sind halt Bisasam. Haben wir gut gemacht. Und hier oben sehen wir, Unterstrich 1 ist auch Bisasam halt, beziehungsweise mit Bisasam dieses gelbliche. Nicht dieses hier. Müssen wir halt auseinanderscheiden, weil die Farben so komisch sind. Hab ich, das war mein Fehler, nicht beachten. So, und da haben wir super, und der Turbobrand, die Fähigkeit, die ist natürlich noch von Seachrom oder sowas, konnten wir halt im Pokémon, im Skript-Editor ändern, das hatte ich euch gezeigt, die Abilities. Ja, supi, ne? Das gleiche wollen wir jetzt testen, ob es mit, wie heißt er, mit Shiggy geht. Das heißt, wir gehen auf Back, den S-Keil und fusionieren ihn erstmal wieder weg. Das heißt, Glumanda, zack. Klappt auch, dann haben wir wieder Bisasam und Glumanda ist in einer normalen Form. Hat wieder 125 KP. Wir haben wieder Glumanda aus mit Shiggy. Zack. Und wir sehen, Glumanda ist bläulich mit einem roten Schwanz. Das heißt, alles mit Unterstrich 2. Hier im Hintergrund sehen wir Unterstrich 2. Hat wieder mehr KP und diesmal die Fähigkeit Terra Volt. Angriff unabhängig von gegnerischen Fähigkeiten. Die Attacken haben wir ja nicht umgestellt. Aber ich glaube, ihr wisst, was gemeint ist. Ich schließe das und verabschiede mich von euch nach 14 Minuten und hoffe, wir sehen uns im nächsten Part. Stellt mir ruhig ein paar Fragen.